Freunde der Verbrechensbekämpfung und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Police Simulator. Jawohl, Officer Scheibenwilli aka Frank Miller geht wieder auf Streife. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge hier diesen nicen, boah, alter Schwede, hat den Rambock vorne dran, diesen nicen Polizeiwagen hier freigeschaltet. Den fahren wir jetzt auf jeden Fall direkt mal. Yeah. Könnte ein paar geilere Felgen drauf haben, aber ansonsten... So, schauen wir mal. Wir müssen ja immer noch Drogenhändler und sowas hier suchen, ne? Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Ich bin am Start, ich bin am Start, ich bin auf jeden Fall am Start. Warte mal, ich muss mal die Sirene anmachen. Auf dem Weg! Oh, verdammt, ich bin falsch gefahren. Wo muss ich denn da lang? Wo lang denn jetzt? Da lang, er kann sich nicht entscheiden. Alles klar, hier lang. Das Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Alter, lässt sich viel voll geil fahren, der Wagen. Der schlittert gar nicht so. Das ist ja richtig cool zu fahren. Okay, was macht der? Alter! Junge, was hat denn der da für eine Aktion gerissen? Oh, sorry. Fährt er da auf einmal voll in den Gegenverkehr rein, ne? So, okay, alles klar. Hier vorne muss sein. Jawohl, hier sind wir schon am Start. Alles klar. So, was ist hier passiert? Außer, dass ich meinen Wagen geschrott habe, der nicht lange neu ist. Gott, ey. Guck mal, wie der aussieht. Da macht er doch voll den Heckmeck. Ey, Lady, voll. Ich bin jetzt am Einsatzort. Schönen guten Tag. Oh, was ist denn hier los? Ah ja, Sieht schlimm aus. Oh, verletzte Person, ich brauche Krankenwagen. Krankenwagen. Verletzte Person, RTW erbeten. Okay, da wird gar nichts so gesagt. So, was ist hier passiert? Junger Mann, nehmen Sie mal das Handy aus den Finger. Wahrscheinlich ist deswegen der Unfall passiert oder was hier, hä? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Diese Person war ganz sicher zu schnell. Aha, na dann. Die Lady da, oder was? Okay. Dann Führerschein dann... und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Okay, zeig mal her. So, wen haben wir denn hier? Ja, könnte das Typ sein. Ja, sieht gut aus. So, was haben wir hier? Hey, hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Aus. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Alles klar, warte mal. Ich werde es versuchen. Hast du Alkohol oder Drogen genommen? Das prüfen wir jetzt direkt mal hier. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Nee, hat er nicht. Na, sieht doch nicht danach aus, ne? Also trotzdem werde ich mal Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Alles abchecken, ne? Okay, hat er auch nicht. Alles klar. So, lassen wir mal hier gucken. So, steht hier irgendwo einer rum? Ihr hattet mir ja nochmal in die Kommentare geschrieben, dass, wenn hier Leute rumlaufen, dass ich ihn nochmal befragen soll. So Fußgänger, ob die irgendwas gesehen haben, aber, ja, wieso sehen sie gar keinen? So, hier. Junger Mann. Was ist hier los? Was haben Sie gesehen? Diese Person ist sehr schnell gefahren. Das ist gefährlich, Officer. Bin ich auch. Und? Naja, gut, okay. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Dankeschön. Hast du einen Personenbeförderungsschein? Man weiß es nicht, ne? So, das könnte der sein, ja. Ist aber noch alles am Start. Savin Allison. Ja, das dürfte so passen. Vielen Dank. Auch bei dir mache ich einmal einen Alkohol- und Drogentest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. 0,057, Freund Jochen, ne? Hart an der Grenze, mein Freund. Wollte ich jetzt nur mal so angemerkt haben. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Na, was haben wir da? Ah, das ist clean. Okay, alles klar. So, okay. So, Lady, jetzt sind Sie dran. Sie werden hier beschuldigt fürs zu schnelle Fahren. Was ist hier los? Ich
will hier Sachen hören. Was haben Sie gesehen? Ich habe das Tempolimit bestimmt eingehalten. Wahrscheinlich. Sagen andere aber was anderes, ne? Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Tun wir ja hier. Esposito. Ist das nicht irgendwie ein Lied oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja, das sieht gut aus. Aber Lady, wir haben dicke Augen. Zeig mal hier. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Genau, mach mal den Mund weit auf. Okay, das sieht gut aus. Ja. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nee, ist er nicht. Okay. So, wir können aber jetzt auch nochmal eine Hintergrundprüfung machen, ne? So, dann schauen wir doch mal. So, da ist er doch. Esposito, okay. Was hat die? Ah, guck mal hier. Auferlegtes Bußgeld wegen Geschwindigkeitsübertretung. Aha. Tja, Lady, ne? Ich wollte es ja nochmal so angemerkt haben, aber... Der Zulassungsstatus ist ungültig. Okay. Moment, wer war das? Bei wem war das? Bei dem Alice. Okay, schauen wir nochmal. Was ist bei dem? Soweit nichts, okay. Ja, dann check ich mal den... Vorsicht. Den Alice, das war der hier, glaube ich, ne? Hey, Officer! Hey, hallo! Wer hat mich denn gegrüßt? Kann ich jetzt nicht drauf reagieren? Und in dem sein Kennzeichen. Also Lady, ich weiß jetzt nicht, was ich mit Ihnen machen soll, ne? Jeder sagt hier, Sie werden zu schnell gefahren. Ach, guck mal an, hier ist so ein Kennzeichen. Oh ne, halt, das wollte ich nicht. So, zeig mal her. Kann ich mir das mal irgendwie angucken? Kann es leider nicht sehen, aber da steht, meine ich, 23 drauf. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber hier, da. 21? Schade, dass man sich das nicht angucken kann. Aber hier vorne kann man was sehen. Oder auch nicht. 4ROH. Was ist das? Nein. Eins Y null. Okay, zu wem gehören denn die ganzen Kennzeichen hier? Man weiß es nicht. Und was ist das hier? Also irgendwie zu irgendeinem ist der Kennzeichen hier abgelaufen. Dieses Fall hat eine gesprungene Windschutzscheibe. Welches? Das hier, oder was? Ja, ich weiß. Hat ja auch einen Unfall gegeben. Ah, hier. 1Y Dingens Q. Das ist das Kennzeichen von der alten hier. Das hier. Okay, alles klar. Mich würde nur mal interessieren, zu welchem Fahrzeug das Kennzeichen hier gehört, weil da ist der Versicherungsschutz abgelaufen. Oder der, ne? Zulassung. Ja, wow. Das haben wir jetzt schon festgestellt, dass das Fahrzeug eine gesprungene Windschutzscheibe hat. Können wir eigentlich bestrafen, ne? Warum nicht? Ich brauche die Punkte. So, Lady. Ich muss mal mit Ihnen reden hier. Ich werde dich bestrafen. Und zwar Fahrzeug, gesprungene Windschutzscheibe. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen einer gesprungenen Windschutzscheibe ausstellen. Das macht dann $250. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja. Das ist irgendwie komplett unlogisch, ne? Weil die hatten gerade einen Unfall, dass die Windschutzscheibe gesprungen ist, ist ja irgendwie logisch, ne? Aber egal, es gibt halt 10 Punkte, ne? Mal her damit. Bei dem genauso.
Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen einer gesprungenen Windschutzscheibe ausstellen. Das macht dann 250 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja, so viel. Ich gebe dir noch... Ich probiere das jetzt mal aus. Und zwar fahren... Ja, warte mal, wo ist denn das? Zulassung abgelaufen oder wo ist abgelaufenes Kennzeichen hier? Zack, kriegst du auch nochmal einen. Sie bekommen einen Strafzettel. Jawohl. Und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja, das ist richtig viel Geld. Aber ist nun mal so. So, und du bestrafe ich jetzt, oder dich bestrafe ich jetzt nochmal. Und zwar wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 100 und 150 Dollar wegen Geschwindigkeitsübertretung. So viel für so eine kleine Sache? Ja, aber das Blöde ist jetzt... Natürlich, dass wir ja dafür Minuspunkte gekriegt haben. Scheiße. Naja, gut. Was willst du jetzt machen? Ist jetzt so. So, jetzt fotografieren wir erstmal hier den ganzen Krempel ab. Zack. Also, Lady, lass ich hier nicht durchgehen. Jawohl, Bericht ist ausführlich. So. Haben wir unten die Sachen noch? Ach, guck mal hier. Ah, ne. Wollte sagen. Kann ich mir das angucken? Nein. Ne, ist okay. Halt, stopp. Tun wir mal meine Kamera wieder. So, hier Foto schießen. Zack. Jawohl. Da ist auch noch was kaputt. Nehmen wir auch noch auf. Naja, hier jede Menge Masse hier aufzunehmen, ne? Alter Schwede. Ist sie denn jetzt... Ja, aber ganz ehrlich, jeder behauptet hier, die wird zu schnell gefahren, ne? Irgendwie traue ich dem Braten hier noch nicht ganz. Aber müde ist auf jeden Fall. Jawohl. Da, Windschutzscheibe ist auch hinüber. So, da haben wir, glaube ich, alles. Aber was ist hier noch alles kaputt? Ah, hier, jede Menge massig. Zack. Ich finde es immer so geil, wie die da mit dem Handy da rumfuchteln sind, ne? Statt sich hier mal zu konzentrieren. Ah, da ist noch was kaputt. So, okay, ich glaube, wir haben alles. Damit könnten wir, glaube ich, leben. So, guter Mann. Kommen Sie mal her. Sie bekommen Ihren Unfallbericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, ja, ne? Officer. Gerne, kein Problem. So, dann kannst du schon mal durchziehen. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, die Karre ist eh nicht mehr zu benutzen. Den lassen wir direkt mal abschleppen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Bitte? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Dankeschön. So, du kriegst bitte auch den Unfallbericht. Sie Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Ja, ne? Habe ich richtig saubere Arbeit geleistet. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So. Der fährt auch nirgendwo mal hin. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar. Wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Gerne, kein Problem. So, danke. Sie dürfen fahren. Durch. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Abschleppwagen ist auch am Start. Hallo. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell Hallo. Wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, vielen Dank. So, dann können wir dem hier direkt, ne, wenn wir schon einmal da sind. Strafzettel geben, weil der steht hier leider am Bürgersteig. Zack. So, haben wir dem nämlich auch nochmal eben schnell einen reingedrückt. Passt schon. So, 23. Passt. So, was haben wir? Thursday. Thursday ist Donnerstag, ne? Was liegt denn da rum?
Man weiß es nicht. Egal. So, die dürfen hier stehen. Ah, das sieht gut aus. Also, was hier schon wieder alles abgeschleppt wird, ne? So, dann checken wir hier drüben nochmal eben schnell die Autos ab, wenn wir schon einmal hier am Start sind. Warum nicht? Was haben wir hier für ein Schild? Ah, das sieht aber alles gut aus. Das sieht alles gut aus. So, warte mal. Ziehen wir jetzt mal durch. Wenn er den Wagen eingesammelt hat. Ja, haben wir doch wieder hier ein bisschen was geschafft. Haben zwar immer noch keinen Drogendealer irgendwie festgenommen, aber hey. Aber dafür habe ich meinen neuen Wagen Schrott gefahren. Also auch alles gut. Oh, hier kann man nochmal einen rankriegen. Jawohl, sehr gut. Wo kriege ich denn, oder beziehungsweise, was mich ja mal interessieren würde, ist, wo ist ein guter Platz, um da die Drogendealer festzunehmen? Also, wo ich die überhaupt kriege? Das ist die Frage. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Weil, ja, dann würde ich nämlich da mal hingehen, ne? Ja, wahrscheinlich am besten eine Fußstreife oder sowas. Würde ich jetzt mal so behaupten. Na egal, wir zeigen erstmal hier so ein bisschen Präsenz, dass wir am Start sind. Ja, komm, geh über die Straße mal voran. Oh, da drüben sehe ich was. Zack. Okay. So, hier haben wir Speedlimit von 35. Hm, Taxistand. Moment. Okay, da sind wir. Hey! Nein, nicht interagieren, ich will zurückgrüßen. Wer denn gegrüßt? Die hier. Hallo? Hallo, Bürger! Hallo, Bürger! Cheeseburger! So, zack. Und der kriegt auch nochmal hier einen Strafzettel. Ich bin wieder der Strafzettel-Junkie hier. So, aber die Straße hier bietet sich so förmlich an, ne? Sollen wir mal, ne, warte mal. Tun wir mal meine Radarpistole. Es muss hier nur noch einer vorbeifahren. Oh, der ist auch hier. Zack. Nein. Auch nicht. Verdammt. Auch nicht. Mist. Okay, die fahren alle vernünftig hier, ne? Wie kommt's? Ich sehe da drüben schon wieder Falschparker, ne? Da hinten ist einer, da ist einer. Da, hier, da kommt er. Das ist auch vernünftig. Verdammt. Schade, ich würde gerne hier nochmal einen zu schnellen hier nehmen. Und du bist es. Nein. Da, der. Boah, der hier. Safe. Nein, auch nicht. Aber der. Jawohl, zack. Man. Jawohl, da haben wir noch einen Falschfahrer. Ein Raser erwischt. Ah, sehr schön. Oh, da kommt wieder was. Ah, Glück. Zack. Und noch einen. Ha. Ich sah ja, die Straße bietet sich hier förmlich an, ne? So, der darf hier stehen. Okay. Parkuhr ist in Ordnung. Das ist hier. Auch für Dienstag ist auch in Ordnung. Aber der hier, der steht ja komplett falsch. Was haben wir denn hier? Ja. Junge, was ist hier los bei dir? Guck mal, wie du stehst. Zack, falsche Richtung. Strafzettel. Aber cool, ich habe mal wieder zwei Raser erwischt. Guck mal, was wir hier haben. Schönen guten Tag. Ich würde Sie gerne mal festhalten. Moment. Verstoß bestrafen. Umweltverschmutzung. Vandalismus.
Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 400 und 1000 Dollar wegen Anbringens von Graffiti auf diesem Eigentum. So viel für so eine kleine Sache? Ja, so viel für so eine kleine Sache. Und wenn ihr jetzt hier nicht ein. In Ordnung, Sie können dann gehen. Machst, schönen Tag noch. Junge, Junge, Junge. So nicht, mein Freund, ne? So, und der steht hier auch um Bürgerscheck. Zack, zack. Haben wir den auch. So, jetzt tun wir mal hier mal meine Kelle wieder. Ah, kriegen wir noch einen? Komm, hier kriegen wir doch noch einen, ne? Safe. Schön, Sie zu sehen, Officer. Schön, dich nicht zu sehen. Wo bist du? Da. Hallo. Ah, der hat Glück. Aber hier, der hier nicht. Ah, doch. Nein. Ah, verdammt. Schade. Der steht richtig. Ah, komm, beschleunige. Los, komm. Jawohl, und da bist du fällig. Läuft wieder, ne? Rasertechnisch geht hier einiges. Das, ich wäre ja so prädestiniert dafür, die Straße hier, ne? Finde ich sehr gut. Finde ich hervorragend. So, weg mit meiner Kelle. Na, steig ein. Ah, hier nochmal eine Runde cruisen, ne? So, finden wir hier noch irgendwas? Irgendwie irgendjemanden, den wir hier nochmal in die Wäsche gehen können. Aber nicht wortwörtlich. Ah, sieht aber gerade. Der Turbo hier, voll am Pfeifen. Oh, gegen die Einbahnstraße gefahren. Entschuldigung. Ah, ich bin Polizist, ich darf das. Wo? Wer? Ah ja, mhm. So, Freund Jochen, du bist nochmal fällig. Halt, stopp. Na, du bist reif, Freund. Aber sowas von. Den nehmen wir noch mit, ne? Also über rote Ampel fahren geht ja mal gar nicht fit. So, der biegt nach rechts ab, wir auch. Das geht ja mal überhaupt nicht klar. So, Freund, hier, anhalten. Na komm, halt an. Ja, von mir aus auch deiner Bushaltestelle, ist okay. So, okay. Schönen guten Tag. Lady. Ich, ne, weiß warum. Fahren und zwar über rote Ampel. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ich wollte ja bremsen, habe aber das Gaspedal erwischt. Ja, so rein zufällig hat man das Gaspedal erwischt, weil man das Gaspedal mal schnell mit der Bremse verwechseln kann, natürlich. Ich würde Sie bitten, gerne mal aus dem Fahrzeug. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen Partyspaß intus hast, Perle. Und hier haben wir noch einen, den wir noch. Hier, Handy aus der Finger. Hier, komm. So, schönen guten Tag, Führerschein, Fahrzeug. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Mhm, danke schön. So, was haben wir denn da? Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, Moment, die muss ich jetzt hier noch auseinandernehmen. Fahrzeugschein abgelaufen, alles klar. So, Perlen, du kriegst eine Bestrafung für abgelaufener. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht.
Das ist mir scheißegal, ob du so viel Geld hast. Wirst du sehen. Jetzt hier, Patsch. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nee, hat sie nicht. Ja, guck an. Aha. Alles Alkohol? Klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Auch nicht. Okay. Moment. Da will ich doch mal hier kurz gucken, ne? Ausweisstatus ist abgelaufen, Waffenschein hat sie nicht. Sie ist wegen Raub verurteilt worden. Okay. Tja, Perle. Hast du nochmal Glück gehabt? Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, okay, warte mal. Den können wir hier direkt mal eben schnell eine Strafzettel reindröhnen. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Dankeschön. Hallo, Officer. Hallo. Oh, hier. Hallo. Wer? Hm? Hallo. Alles klar. So, unsere Schicht ist vorbei. Wo sind wir? Ich dachte schon, wäre ein Unfall passiert. So, wo müssen wir hin? Zeig mal her. Da. Zack. Und Abfahrt. Dann müssen wir erstmal wieder unseren Wagen reparieren lassen. Ah ne, hier ist Einbahnstraße. Entschuldigung. Einmal ab zum Revier. Wir haben Feierabend. Feierabend ist immer gut. Und wir haben ganz gut Punkte gemacht, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Sind das hier eigentlich alles Einbahnstraßen oder was? Wo ist denn hier lang? Ah, hier. So, Vorsicht aus dem Weg. Ich darf hier lang, weil ich Polizist. So, stehen bleiben. So, dann beenden wir hier jetzt unsere Schicht. Mach mal auf hier, die Hütten. Ich will da rein. Juhu, ich habe mein Ziel erreicht. Ey. So, warte mal, welcher Schreibtisch ist meiner hier? Der. Nehmen wir. Frank Miller. Alles klar, so, was haben wir denn? Na, einmal die 5 Punkte, weil ich wegen Geschwindigkeitsüberschreitung da. Ja gut, Pech. Schade, wir haben nichts freigeschaltet. Aber egal, kriegen wir dann in der nächsten Folge hoffentlich hin. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Aber einen Drogendealer haben wir immer noch nicht gefasst, ne? Verdammt, ich will einen Drogendealer fassen. Naja, egal. Wir beenden die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr wisst, wie es funktioniert, ne? Muss ich nicht immer wieder erklären. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst und ciao, ciao.